So, hallo, hier ist wieder Rainer aus Rainers Genussschule und heute möchten wir mal was anderes machen, nicht direkt kochen, sondern ich möchte euch zeigen, wo ein Großteil unserer Produkte herkommen und wo ihr euch vielleicht in den nächsten Wochen drauf freuen könnt, damit ihr euch wirklich richtig gesund und vitaminreich ernähren könnt. Und zwar sind wir hier bei Familie Jumpertz, biozertifizierter Betrieb in Bruch bei Jülich auf der alten Dorfstraße und wir werden uns hier Kohlrabi, Spinat und Salat und mal ansehen, wie weit denn die Erdbeeren sind und was so, worauf wir uns in den nächsten Wochen freuen können. Viel Spaß dabei. Ja, also wir haben jetzt in 3 Wochen die ersten frischen Kohlrabi und wie man sieht, haben die schon so ein bisschen Blätter von der Sonne verbrannt. Die scheint ja jetzt sehr stark und lagert aber auch in der Pflanze sehr gut Vitamine und Mineralstoffe ein. Die Blätter essen wir eh nicht, aber die Kohlrabi, die sehen schon ganz toll aus und wir freuen uns schon, dass wir da bald ernten können. Aber ganz ehrlich, Blätter alle wegschmeißen vom Kohlrabi tue ich nicht. Also ich nehme immer die zarten inneren Blätter die verarbeite ich natürlich mit. Selbst die Stängel davon, von den feinen Blättern, ich finde das immer zu schade zum Wegtun. Ja, das kann auch ganz gut, ganz lecker sein. Das ist ja nur von der Sonne geküsst, das ist ja nichts Schlimmes oder kein Pilz oder etwas. Also ich verarbeite die Blätter zu einer Suppe, ne? Püriert, ein bisschen Creme fraiche rein. Also komplett? Gewürze, ja komplett. Also man braucht im Grunde von der Pflanze nichts wegzuwerfen, weil die ist ja ohne Chemie und ohne Kunstdünger groß geworden. Ne? Das ist reine Natur und man kann da im Grunde alles von verarbeiten. Da ist ja viel Chlorophyll drin, das ist auf jeden Fall gesund. Ne? Ja, alle grünen Gemüse sind super gesund, wie Brokkoli und alles. Dann lass uns mal nächste Zeit ausgucken. Zum Spinat? Ja. Jetzt sind wir hier beim Spinat und der sieht ja schon richtig verzehrfähig aus. Ich sehe, das halbe Treibhaus ist schon leer geerntet, aber da kriege ich ja auch noch einen guten Schwung von und da freue ich mich auch schon drauf. Morgens ist er ganz stramm und frisch und dann macht das Ernten richtig Spaß. So wie wir, ne? Wir sind morgens auch nackig und nachmittags lassen wir schon so ein bisschen nach hier. Dann lassen wir auch schon mal die Flügel hängen, ne? So. Ja, aber wenn man so guckt, ne? Jede Pflanze, die gepflanzt wurde, ist auch geerntet. Und ich habe den bewusst gepflanzt. Normal wird Spinat gesät, aber man hat mit den Pflanzen eine ganz andere Qualität. Wenn Sie hier drunter gucken, ist also kein Abfall dran. Ne? Ja. Der wird jetzt mit dem Messer hier abgeschnitten. Die Keimblätter bleiben auch auf dem Boden und dann können Sie den waschen und so in den Topf. Der ist. Also ihr macht auch nicht die Stiele ab, die sind ja zart. Die sind, kann man ganz gut mit, ne, die ist ja im Gewächshaus weich gewachsen. Ja, ja, klar. Im Freiland ist das nachher schon ein bisschen härter, ne? Ja. Super. Dann gehen wir mal zum Salat. Steht auch ein bisschen länger und Patavia auch. Ne? Darum habe ich die also die sind dann links, und, die sind dann links genau, und rechts? Ja. Die Mitte wird zuerst geerntet? Ja, da ist es auch, wenn wir da reingehen, sehen wir, dass es da, wo es am wärmsten ist, die Pflanze auch schneller wächst. Ne? Und Ende des Monats oder Ende nächsten Monats, wir haben ja heute den 31. Ja, dann ist das Haus wahrscheinlich schon leer. Dann ist das Haus schon leer. Dann ist das leer. Und wenn sie da anfangen zu ernten und es ist so ein Kopf wie der andere, ne, wir legen uns auf die Knie und fangen dann an zu schneiden und das ist wie ein Rausch. Das glaubt keiner, was das toll ist, wenn man dann so... Und wir pflanzen immer das, was wir halt hier im Laden an unsere Kunden abgeben können. Und das ist bisher, nur letztes Jahr im Sommer sind uns viele verbrannt von der Sonne. Da war es ja furchtbar heiß und trotz Schattierungsnetz wurden die am Strauch wie gekocht. Ne? Das hoffen wir dieses Jahr nicht, dass das wiederkommt. Aber dann müssen wir die halt an sie abgeben zum Verarbeiten. Das ist ja schön. Was ist mit den dicken Bohnen? Die kommen? Die werden jetzt gepflanzt. Ja. Ich hätte die schon längst in der Erde, wenn das Wetter mitgespielt hat. Aber das heißt, der Boden war zu fest? Es war zu nass. Es war einfach zu nass. Ja. Jetzt haben wir umgepflügt. Heute kommt noch der Dünger drauf und dann
jetzt los. Es wird aber Juli. Juli? Juli. So lange muss ich auf meine Lieblingsbohnen warten. Aber da freuen sich sicherlich. Ich meine, vielleicht habe ich dann wieder die ersten Kochkurse, dann kann ich dann wieder Kochkursteilnehmer quälen mit Bohnenflitschen. Naja, gut. Ja. Schön. Vielen Dank. Ja. Wollen Sie noch in die Erdbeeren reinschauen oder? Aber man sieht dann auch nicht viel. Ja, mach mal. Ja, wir gucken noch die sind jetzt gerade in der Entwicklung, das dauert noch. Die ersten fangen an zu blühen. Die ersten Erdbeeren. Und das ist das erste Mal, dass ich Erdbeeren anpflanze. Und zwar hatten wir immer Probleme mit der Qualität. Wir konnten nie die Qualität vom Handel bekommen, die wir gerne für unsere Kunden hatten. Weil eine Erdbeere ist ja ganz empfindlich, ne? Die muss auch ganz vorsichtig gepflückt werden. Und die waren oft so, dass wir sie sofort in die Tonne geworfen haben, wenn die vom Handel ankamen. Und jetzt haben wir gesagt, dann pflanzen wir einmal ein paar Reihen für uns. Und die haben wir alle in Blumentöpfe vorgezogen und jetzt probieren wir mal. Wenn man sieht, so nur 2 Wochen, denke ich, fangen die auch an zu blühen. Und das wird so anfangen. Ende Mai, Anfang Juni, denke ich, wo die dann erntefähig sind. Was ist das für eine Sorte? Ja, das ist, halten Sie sich fest, ja, ist Corona. Toll. Dass die Kunden die trotzdem nehmen, den Namen, ja, ist so. Na gut, die Erdbeere kann ja nichts dafür, aber das ist jetzt eine Erdbeere, die dann auch nicht wie so eine Rübe so lange hart und fest ist. Das heißt, die muss auch schneller verzehrt werden, wie die alten Sorten. Ja, muss also auch frisch, ist auch so eine alte Sorte und total leckerer Erdbeergeschmack. Ne? Aber auch empfindlich beim Pflücken. Also es ist eine weiche Frucht und wenn die morgens gepflückt ist, muss die auch nachmittags beim Kunden sein. Da ist dann eben Eile geboten, aber man kann die auch weiter zu anderen Sachen verarbeiten. Ja, genau, man kann sie ja pürieren, auch, kann Sorbets davon machen. Ne, einfrieren für Marmelade oder irgendwie. Ja, oder auch direkt Marmelade davon machen. So eine schöne Erdbeermarmelade. Was dann als frische Ware weggeht. Ja. Ne, aber ich kann mich als Kind erinnern, Erdbeer, das war eine Delikatesse. Ne? Das war, und Sie können kaufen, wo Sie wollen. Ganz selten finden Sie noch diesen richtigen guten Erdbeergeschmack. Und haben wir uns entschlossen, halt jetzt selber mal. Also ich freue mich drauf. Ich weiß ja, ich habe sie letztes Jahr probiert. Mhm. Leider Gottes war da nur ganz, ganz wenig. Ja, die hatten wir ja nicht als. Ja. Aber jetzt dieses Jahr, wenn das ein Treibhaus voll ist hier, dann freue ich mich natürlich darauf, dass ich hier richtig, richtig leckere Erdbeeren kriegen kann. Das war es jetzt hier vom Biohof Jumperz und ich wünsche euch viel Spaß beim Einkaufen, viel Spaß beim Kochen. Bis bald, euer Rainer. Ich gehe mal. Nadine, wir gehen weg. Wie, habt ihr immer noch nicht genug? Dann seid gespannt aufs nächste Video.